Hallo, mein Name ist Annika Henkelmann und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Setze oder lege dich an einem ruhigen Ort bequem hin. Atme einmal tief und wohltuend durch die Nase ein und schließe beim Ausatmen sanft deine Augen. Mit diesem wunderschönen und friedvollen Moment machst du dir ein großes Geschenk. Und ganz besonders in herausfordernden Zeiten braucht unsere Seele immer wieder unsere ganz bewusste und liebevolle Zuwendung. Lasse dich nun immer mehr fallen in ein herrliches Gefühl der zeitlosen Ruhe. Atme gleichmäßig in deinen Herzraum hinein. Spüre mit jedem Atemzug das Leben in dir. Spüre deinen Herzschlag. Nimm dich achtsam und liebevoll wahr, von den Füßen bis zu deinem Kopf. So wie du hier jetzt bist, bist du genau richtig. Du sinkst mit jedem Ausatmen noch ein bisschen tiefer in eine herrliche Ruhe und Entspannung. Atme ein und aus. Ich möchte dich nun dazu einladen, mit den Augen der Liebe und des Mitgefühls auf dich und alle anderen Menschen dieser Erde zu schauen und zu erkennen, was sie und dich miteinander verbindet. Stelle dir hierfür vor, dass du vor einem wunderschönen, goldenen Palast stehst. Er strahlt und glitzert prunkvoll im Licht der Sonne. Er ist umgeben von herrlichen Bonsai-Bäumen und einer atemberaubenden Blumenvielfalt. Du gehst langsam eine kleine Treppe hinauf, die zur Eingangstür dieses Palastes führt. Oben angekommen, siehst du dir diese Tür in Ruhe an. Ihre Verzierungen, ihre Oberfläche. Und du spürst, dass hinter ihr etwas sehr Wertvolles auf dich wartet.
Dann öffnest du sie langsam, gehst ein paar Schritte hindurch und stehst in einem wunderschönen Saal, der von einem herrlich warmen, goldgelben Licht erfüllt ist. Ein intensives Gefühl von Liebe und Geborgenheit strömt augenblicklich durch deinen gesamten Körper. Die goldenen Wände sind so glatt, dass du dein Spiegelbild in ihnen sehen kannst. Der Boden ist übersät mit bunten und wunderbar duftenden Blütenblättern. Und dann erblickst du eine große Liegewiese aus watteweichen Decken und Kissen, auf der viele kleine Babys ganz ruhig und friedvoll schlummern. Lächelnd und voller Herzenswärme setzt du dich zu ihnen und schaust sie an. Du spürst ihr inneres Leuchten. Du spürst ihre reine Liebe und ihren unendlichen Wert. Und wenn du beim genaueren Hinschauen erkennst, dass du eines dieser Babys bist, erkennst du, dass auch du dieses innere Leuchten und die unendliche Liebe in dir trägst? Dass du genauso wertvoll bist wie sie? All diese kleinen Erdenmenschen machen sich nun auf ihren ganz eigenen Lebensweg. Sie übernehmen die Liebe und Freude, aber auch den Schmerz ihrer Eltern. Sie machen im Laufe der Jahre herzerfüllende, aber auch tränenreiche Erfahrungen. Doch was auch immer ihnen im Leben begegnet, es ändert nichts daran, wer sie tief in ihrem Herzen sind und immer sein werden. Jeder von uns trägt heute sein ganz eigenes Maß an Schmerz in sich. Und nicht selten verirren wir uns aufgrund alter Verletzungen. Wir glauben, nicht liebenswert zu sein, nicht genug zu sein. Wir errichten eine Schutzschicht um uns herum und fokussieren uns immer mehr auf unser Leid. Und wir vergessen eines Tages dadurch, wer wir tief in unserem Innersten wirklich sind. Wie fühlt sich für dich der Gedanke an, endlich wieder tiefen inneren Frieden zu spüren? Deiner Seele die Ruhe zu schenken, die sie verdient? Den Widerstand gegen dich loszulassen und nicht mehr so streng zu dir selbst zu sein. Dir in reiner Selbstliebe zu begegnen.
und wieder in dein inneres Zuhause zu kommen, an den heiligen Ort der bedingungslosen Liebe. Lege nun eine Hand auf dein Herz und die andere auf deinen Bauch. Atme ruhig und entspannt weiter und mache dir Folgendes bewusst. Schmerzhafte Erfahrungen sind ein Teil unseres menschlichen Daseins, welche uns miteinander verbinden. Du bist damit nicht allein. Du bist damit nicht allein. Lasse deinen Geist für einen Moment still werden und öffne dein Herz für alle Menschen auf dieser Erde, die Schmerz und Leid in sich tragen. Schenke ihnen Mitgefühl und spüre, wie ein goldenes Band der Liebe eure Herzen miteinander verbindet. Und sage zu ihnen die nun folgenden Worte: Möget ihr voller Mitgefühl getragen werden. Möget ihr frei von Leid sein. Möget ihr in Frieden leben. Nun sieh dich noch einmal in dem goldenen Palast bei den Babys. Sieh dein Spiegelbild in der goldenen Wand. Sieh in deine Augen, in das Tor zu deiner Seele. Und mache dir bewusst, dass du immer noch genauso wertvoll bist wie damals am Tag deiner Geburt. Denn egal was war, dein Wert kann nicht weniger werden. Dein Wert kann nicht weniger werden. Erlaube dir, negativen Gedanken keine Macht mehr über dich zu geben. Erlaube dir, zu vergeben. Erlaube dir, deine Schutzschicht Stück für Stück wieder abzulegen, alles von dir abfallen zu lassen, was schon lange nicht mehr zu dir gehört. Je mehr du loslässt, desto näher gelangst du wieder zu dir selbst. Desto mehr Leichtigkeit spürst du in deinem Herzen. Desto intensiver spürst du dein Leuchten, dein inneres Gold. Fühle die wärmende und liebevolle Güte, die aus deinem Herzen entspringt, und sage zu dir: Möge ich voller Mitgefühl getragen werden.
möge ich frei von Leid sein. Möge ich in Frieden leben. Atme bewusst weiter. Spüre die Verbundenheit mit dir selbst und mit allen Menschen auf dieser wunderschönen Erde. Und schenke dir hier noch eine wohltuende Minute in Stille. Und dann komme langsam wieder zurück. Spüre, wie deine Beine und Füße die Unterlage berühren. Spüre deine Hände. Dann hebe deine Arme raumgreifend nach oben. Atme dabei tief ein. Und dann bringe die Handflächen vor deinem Herzen zusammen. Bedanke dich bei dir selbst für diesen wertvollen Moment der Selbstliebe. Und dann, wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen. Lasse deinen Blick klarer werden. Und erinnere dich immer wieder daran, dass du genau richtig bist, so wie du bist. Dass du mit deinen Erfahrungen, Emotionen und Gedanken nicht allein bist. Dass du in Liebe und Mitgefühl alles Vergangene annehmen und loslassen darfst, damit deine Seele die Ruhe findet, die sie verdient. Schön, dass es dich gibt. Namaste, deine Annika.